Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Adobe Live, liebe Leute. Happy Monday. Mein Name ist Julia Zieger, ich bin heute euer Host und wir haben heute was ganz Tolles vor eure Augen. Und zwar haben wir den wunderbaren Lukas Hesse zu Gast. Hallo Lukas, herzlich willkommen. Hallo. Wie schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du es einrichten konntest. Mhm. Der Chat ist auch schon bereit. Ich sag mal guten Morgen an alle. Da ist die Ulrike, die Kerstin ist da, Sean ist wieder mit dabei. Guten Morgen. Stefan sagt, jetzt geht's los. Für alle Lieben, die den Livestream gerade auf YouTube schauen, kommt einfach mal rüber zu behance.net/live. Da ist ein Button, da steht drauf Adobe Live auf Deutsch. Da seht ihr den Chat. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten und dem Lukas gleich alle eure super Fragen stellen, die er dann beantworten kann. Lukas, ich glaube, du bist aus Hamburg zugeschaltet. Ist das richtig? Genau, ich bin dieses Jahr im Frühjahr nach Hamburg gezogen und jetzt hier ansässig, mitten im Lockdown, ja. Spannend. Aufregende Zeit, ja. Großer Wandel für uns alle, ja. Mhm. Du bist Grafik- und Motion Designer. Genau, ja. Und auch Webdeveloper, habe ich gelesen. Bisschen auch noch, ja, das stimmt. Genau. Ich habe mir dein Portfolio schon angeschaut. Du hast ein paar ziemlich coole Projekte gemacht. Vielleicht können wir mal einen Blick werfen auf deine, du hast was Schönes für uns vorbereitet. Genau, ich habe ein paar Projekte dabei und würde dir euch ein bisschen Einblicke zeigen. Ja. Ja, du hast einen sehr, sehr interessanten, coolen Stil. Ich bin schon maximal in love mit deinem Grafikdesign. Wie würdest du das denn selber beschreiben? Vielleicht kann man mal kurz einen Blick drauf werfen. Mhm. Also ich habe im Studium irgendwann gemerkt, dass ich eine wahnsinnige Faszination für Buchstaben, für Typografie habe. Mhm. Und habe mich da einfach, ist dann zu meinem Schwerpunkt geworden. Und ich würde den Stil als sehr typografisch bezeichnen. Irgendwann kam Motion Design mit dazu und seitdem bewegt sich bei mir alles im Portfolio und habe da großen Spaß dran, Buchstaben zu bewegen, ja. Genau, das werden wir heute noch machen. Du wirst nachher mit uns in After Effects einsteigen und was Cooles für uns animieren. Genau, ja. Genau. Ja. Sehen wir es schon, Tim? Gehen wir auch voll mit Lukas. Ah, ja. Jawohl, da sind wir. Oh, und die Animation, die man hier schon sieht, die würde ich auch gerne später in After Effects mit euch zusammen live nachbauen. Cool. Und das ist quasi ein Announcement für unseren Stream heute, richtig? Auch, ja. Das habe ich auch gleich genutzt, um das zu zeigen, was ich eben im Stream vorstellen möchte und eben darauf zu weisen. Genau. Ah, sehr cool. Zweifle ich mit einer Klappe geschlagen. Genau. Ich würde jetzt auch einfach die Chance nutzen, ein bisschen über meine eigenen Projekte zu reden. Es hat sich mittlerweile auch viel, ich arbeite auch viel für Kundenaufträge oder kommerziell, aber ich fand es irgendwie spannender, in die eigenen Projekte, die selbst initiiert waren, ein bisschen Einblicke zu zeigen. Da habe ich meistens mehr Freiheiten, kann mehr ausprobieren, sind ein bisschen experimenteller und irgendwie fand ich die spannender, heute zu zeigen. Genau, und das erste Projekt ist direkt ist Call for Creatives. Das war meine Bachelorarbeit in dem Fachbereich Kommunikationsdesign. In Mainz habe ich studiert und da habe ich im Januar meinen Abschluss gemacht, eben mit der Arbeit Call for Creatives. Es war eine Plattform. Diesen Januar? Genau. Also ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Sehr frisch cool. Von der Hochschule fertig, von der Uni raus. Genau, und es war eine Plattform für Abschlussarbeiten im Gestaltungsbereich. Mich hat es einfach schon immer interessiert, was an anderen Hochschulen so abging und was da die Leute so machen. Habe aber auch gemerkt, es ist wahnsinnig aufwendig, da zu recherchieren und es war total schwer, immer andere studentische Arbeiten zu entdecken. Klar, und die Hochschulwebseiten anderer Hochschulen sind manchmal wirklich ein Krampf. Und wenn man sich da durch 5, 6 verschiedene Webseiten klickt, da mit den ständig wechselnden Interfaces, da kriegt man irgendwann zu viel. Das ist eine coole Idee. Genau, und für mich war es eben auch schwer, die einzelnen Hochschulen miteinander zu vergleichen und da irgendwie zu sehen, welche hat denn welchen Schwerpunkt, wo würde ich denn am besten hinpassen. Ja. Und dachte ich mir, das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, da dem etwas entgegenzuwirken. Und deswegen habe ich mich damit in meiner Bachelorarbeit beschäftigt und eben diese Plattform geschaffen. Das ist eine Online-Plattform, auf der Studierende ihre Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit hochladen können. Und somit eben über Filtermöglichkeiten kann man sich dann eben so verschiedene Hochschulen angucken und gucken, gibt es da einen bestimmten Schwerpunkt, irgendwie gibt es, genau. Hier sieht man jetzt auch, wie die Plattform aussieht, wie die funktioniert. Das ist eigentlich super easy, seine Arbeit da hochzuladen.
Und mir war es auch wichtig in meiner Bachelorarbeit eben, dass es keine reine Konzeptarbeit ist, sondern dass die Plattform auch wirklich funktioniert, online ist, dass sich Leute registrieren können. Das haut mich jetzt aber echt vom Hocker. Und ist die online, oder? Genau, die ist online. Ich habe schon etliche Leute, die ihre Abschlussarbeiten hochgeladen haben. Und ich hoffe, dass die Plattform auch noch stetig wächst. Und, das ist ja irre. Das ist ja ein total cooles Projekt. Und vor allem haut mich jetzt echt gerade um. Du hast ja dann im Grunde das Grafikdesign gemacht. Du hast das Layout dir überlegt. Du hast das UX-Design gemacht. Du hast es auch noch programmiert. Und hochgeladen. Und ich hoffe, du hast eine 1 bekommen, hoffe ich doch, oder? Ja, ja, danke. Ja, genau. Ich glaube, das zeigt auch ganz gut die Verbindung von meinen Schwerpunkten, weil ich es eben sowohl diese grafische mag, aber auch das dann so in dem Fall auch zu animieren, wie man sieht, aber auch umzusetzen und programmieren. Und das hat mir da total Spaß gemacht, so dieses Projekt ganzheitlich einfach durchzudenken. Und hast du das tatsächlich auch in der Zeit geschafft? Das ist ja umfangreich. Das war auch in der Zeit möglich. Doch ich hatte zum Glück schon relativ früh diese Idee, das zu machen. Deswegen konnte ich da schon auch vor dem Bachelor viel überlegen und so, ja, so ein bisschen grob halt planen, wie sowas aussehen könnte. Ist immer im Hinterkopf passiert. Deswegen konnte ich quasi ab Start der Bachelorarbeit einfach direkt in den Prozess einsteigen, wo viele noch Probleme hatten, Themen zu finden und Schwerpunkte zu finden, was sie sich beschäftigen wollen. Deswegen, es war knapp, aber es ging doch alles ganz gut. Und wunderschön ist es auch noch. Bitte? Wunderschön ist es auch noch. Dankeschön. Ja. Und nebenbei habe ich dann auch noch versucht, so ein bisschen die Werbetrommel zu führen, habe dann einen eigenen Instagram-Kanal gestartet auf dem ich die Arbeiten hochladen oder veröffentlichen will, um eben da auch zu zeigen, dass es, oder halt, um aufmerksam dafür zu machen, dass es eine Plattform gibt. Und nutzt das dann eben auch wieder als Spielwiese für meine Animation und kann da völlig frei Sachen einspielen, auf die ich Lust habe, die ich immer mal ausprobieren wollte, was den Animationsbereich angeht. Cool, was für Kundenaufträge vielleicht zu wild oder zu verrückt wäre, kann ich da einfach super entspannt ausprobieren. Genau, und ich hoffe, dass da noch viele Leute drauf aufmerksam werden und vielleicht in der ein oder andere Bachelorarbeit auf das Das ist hier genau die richtige Plattform. Oder die Diplomarbeit hochladen, genau. Wavy sagt gerade, super Idee, tolle Sache, verlinke ich sofort. Cool, danke schön. Ja. Sehr gut. Ich habe auch mit Deutschland angefangen, also die Hochschulen aus Deutschland sind jetzt alle soweit vorhanden auf der Plattform, aber auch natürlich gibt es schon einige auch internationale, die angefragt haben, ey, kann ich aus New York, kann ich da meine Abschlussarbeit hochladen? Dann gibt es so einzelne in anderen Ländern dann auch. Deswegen ist die auch weltweit. Das ist eine großartige Idee. Und du sagst Call for Creatives in Archive, also eine Archivplattform für Abschlussprojekte aus allen Feldern des Designs. Das heißt, Produktdesign, Grafikdesign, Interaction Design ist alles willkommen. Genau, also ich habe natürlich angefangen mit einem Schwerpunkt Kommunikationsdesign, weil ich eben auch aus dem Bereich komme, will das aber stetig auch erweitern und auf Anfrage kann man auch eben einfache Felder, falls die fehlen, falls man irgendwie die Abschlussarbeit unter Sachen taggen möchte, die noch nicht vorhanden sind, kann man auch gerne anfragen und kann die Plattform somit immer weiter ausbauen. Sehr cool. Genau. Sehr, sehr cool. Dann auch gleich zum. Achso, sorry. Ja. Ich finde es vor allem für Leute, die gerade mittendrin stecken oder die es noch vor sich haben, da eine Plattform zu haben, wo man mal schauen kann, wie es andere gemacht haben. Mhm. So die Best Practices, so ein bisschen Inspiration. Das ist wirklich eine coole Idee. Doch, auf jeden Fall. Ich hatte auch öfter vor dem Studium so ein bisschen das Problem, nicht zu wissen, wo es hingeht. Also dafür ist es auf jeden Fall ganz gut. Ich habe es fürs Auslandssemester total gemerkt, dass mir sowas fehlt, weil man irgendwie nur nach dem Land oder der Stadt gehen konnte. Und nicht wirklich nach der Hochschule, was die Schwerpunkte sind. Und eben für die Bachelorarbeit an sich, dass man da einen Pool hat. Da habe ich auch ganz oft gemerkt, dass man einfach, dass ich auch keine Ahnung habe, was ist denn der Bachelorarbeit, in welchem Umfang. Ja. Was machen denn da andere? War es ganz schwierig, vernünftige Recherchen zu machen. Das ist übrigens ein super Stichwort, dass du gerade Auslandssemester sagst. Wo warst du denn? Ich weiß es schon, aber sag's mal. Ja, ich war erst im Auslandssemester in Seoul, in Südkorea, habe da offizielles Auslandssemester verbracht oder absolviert und habe dann aber nochmal, weil ich auch unbedingt ein Praktikum machen wollte, also bei uns waren eins von beiden Pflicht, entweder Praktikum oder Auslandssemester und ich wollte aber unbedingt noch ein Praktikum machen und war dann mehr oder weniger freiwillig nochmal in Rotterdam und habe dabei Studio Dumba ein Praktikum gemacht. Ja. War auch nochmal eine schöne Erfahrung. Einfach da sieht man, warst du vorher schon mit deinem Stil so ziemlich sicher, wie er aussehen wird oder bist du da auch nochmal einem beeinflusst worden? Weil Studio Dumba, die Sachen von denen sind ja auch sehr, also man sieht schon Schnittmengen bei dir. Und ja.
Also ich würde lügen, wenn mich sowas nicht beeinflussen würde, natürlich. Mhm. Also ich war vorher schon typografisch und Motion-lastig ein bisschen unterwegs, so, aber natürlich wird man davon beeinflusst, wenn man ein halbes Jahr mit so einem talentierten Team zusammenarbeitet. Deswegen. Ja, auch mordsmäßige Projekte machen. Für alle, die es interessiert, genau. studiodumba.com kann man sich mal die Projekte anschauen. Sehr coole, wie du auch sagst, Motion-Design, Typografie, sehr bold, sehr minimalistisch, mhm, coole genau. Sachen dabei, sehr modern. Ja. Hat sehr Spaß gemacht daher. Okay. Genau. Dann würde ich auch direkt zum nächsten Projekt kommen. Das ist so ein weiteres Herzensprojekt von mir. Das ist ein Magazin, was ich letztes Jahr mit Sophia Weider gegründet habe. Wir haben eigentlich beide so dieses Prinzip, nachdem wir Dinge angehen, dass wir einfach Dinge ausprobieren wollen, dass wir Dinge machen wollen. Wir haben eine große Neugier daran, neue Sachen zu entdecken und einfach mal rauszufinden, wie was funktioniert. Und nach dem gleichen Interesse ist eben dieses Magazin entstanden, weil wir gedacht haben, wie schafft man es denn, ein Magazin zu publizieren oder herauszubringen? Hatten wir im Studium einen großen Schwerpunkt immer auf Editorial, aber das hat sich dann meistens immer nach einer Aus- oder nach einem Probeexemplar dann relativ schnell wieder verabschiedet. Ja. Und man hat das Thema Magazin eigentlich nicht ganzheitlich gedacht, auch mit rausbringen, publizieren, drucken in der Großauflage und irgendwie an den Leser bringen. Deswegen haben wir gedacht, lass doch einfach mal ausprobieren, Magazin. Lass einfach mal machen und da kam genau. auch der Titel fürs Magazin. Genau, und das ist dann auch das Thema, mit dem wir uns dem Magazin gewidmet haben, einfach machen Magazin. In dem haben wir verschiedene Menschen und Geschichten einfach gesammelt, die nach dem ähnlichen Prinzip Dinge angehen, also die auch einfach drauf los. Projekte angehen, die neben ihrem Hauptberuf irgendwelche Herzensprojekte angehen, haben wir dann eben sowohl im Freundeskreis, aber auch übers Internet versucht, Leute zu finden, die Lust haben, ihre Geschichte zu erzählen. Und sind jetzt so, ist jetzt so diverse Querschnitt aus verschiedenen Bereichen dabei, die einfach tolle Geschichten zu erzählen haben, die motivieren und Lust haben, Projekte anzugehen. Sehr schön. Bei deinem der Grafik davor fragt gerade der Sascha, hey Lukas, habt ihr das 3D-Modell da in Cinema 4D gemacht? Das in 3D gebaut ist, aber in Blender gebaut. Okay. Genau. Das ist auch noch so ein bisschen, mache ich auch noch ein bisschen 3D. Ein bisschen. Wenn Zeit reicht, dann habe ich auch noch Lust, da mich reinzuführen. Also es ist alles total basic, aber ich habe immer total Lust, irgendwie so Sachen auszuprobieren und dann auch so ein bisschen 3D ausprobiert. Ja. Kommt man auch genau. nicht dran vorbei, glaube ich. Ja, ist ja mittlerweile auch ein großes Thema, wenn man viel sieht. Genau, und wir wollten einfach mit dem Magazin irgendwie versuchen, die Leute zu motivieren, auch wenn man die Geschichten liest, anregen, auch vielleicht über seinen eigenen Schatten zu springen. Und auch vielleicht, dass der ein oder andere auch Projekte angeht, die er schon lange vor sich herschiebt, wenn man das Magazin liest. Genau, wir haben dabei auch versucht, so ein bisschen Leute auch mit zu unterstützen. Zum Beispiel haben wir einen jungen Typografen, Leonard Laubliche, mit ins Boot geholt. Der hat eine Schrift gemacht, die wir verwenden. Und eine befreundete Fotografin mit dazu geholt, Sila Palotas. Von der haben wir die Bilder bekommen. Die hat quasi die ganze erste Ausgabe bebildert. Die hat uns einen Pool an Bildern zur Verfügung gestellt und wir haben dann assoziativ die Bilder den Artikeln zugeordnet, sodass es eine einheitliche Bildstrecke gibt und irgendwie die immer so zwischendrin das Ganze auflockern. Und da war es uns eben wichtig, dass wir irgendwie Leute auch mit dazu holen, die wir kennen, die wir mögen, um es irgendwie zu versuchen, die noch ein bisschen damit zu unterstützen. Sehr schön. Gut, sagt ein echter Typo-Himmel, wie schön. Genau. Und das Highlight davon definitiv war die Veröffentlichung auf der Indicon dieses Jahr in Hamburg. Wow. Das ist ein Independent Publishing Festival in Hamburg. Da haben wir einen Platz ergattert. Ich muss dazu sagen, wir hatten den Platz, bevor das Magazin überhaupt fertig war. Was aber, glaube ich, ganz gut dazu geführt hat, dass wir einfach die Deadline, oder dass wir eine Deadline haben. Jetzt musst du auch einfach mal machen, genau. Genau, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und es war ein totaler Spaß, da teilzuhaben, da mitzumachen. Und dass wir als Grafikdesigner so ein bisschen in die Publishing-Szene damit eintauchen und vernetzen können. Wir haben da jetzt super viele Kontakte geknüpft. Und cool. Auch mit den Gästen mal war man im Austausch mit den Lesern. Das war irgendwie für uns ein total ungewohntes Feld und hat total Spaß gemacht, da zu sitzen und über das Magazin zu reden und so ein bisschen an die Leute zu bringen.
Werde das auch fortführen? Gibt es dann später noch mehr Ausgaben? Oder? Doch, auf jeden Fall. Wir arbeiten gerade an der zweiten Ausgabe und einfach mal gucken, was da noch so passiert. Genau. Also ist für uns auf jeden Fall ein spannendes kleines Nebenprojekt. Das soll es auch sein. Also wir stressen uns da auch nicht, da irgendwelche Zeitpläne einzuhalten, sondern wir machen, wie wir da Lust drauf haben. Und im Moment aber läuft es wieder ganz gut. Wie finanziert ihr denn da die Produktion? Das war alles im Voraus finanziert. Also wir mussten aus eigener Tasche da ein bisschen vorlegen und hoffen, dass was zurückkommt. Deswegen gab es auch nur eine Auflage von 50 Stück, die jetzt weitestgehend weg ist. Mal gucken, wie wir es dann für die nächsten Ausgaben machen. Okay, und wo kann man das bekommen für alle, die es jetzt Interesse schon geweckt haben? Über uns, über die Website oder über unseren Instagram-Account oder auch wer in Hamburg wohnt, da gibt es im Lesesaal Hamburg oder bei Bergnager liegen Exemplare aus, die dort erwerbbar sind. Okay, wunderbar. Ja. Schönes Aber am besten erfährt man, wenn man sich wahrscheinlich direkt bei uns meldet. Mhm, alles klar. Genau. Da kann der Tim auch nochmal den Link zu seiner Website reinposten, die ist sowieso sehr schön. Hast du die auch selber gemacht? Genau, das kommt auch alles. Sehr stark. Aus eigener Hand. Aus eigener Produktion. Ja. Ich habe da ein bisschen den Drang immer, wenn ich irgendwo was sehe, dann will ich unbedingt wissen, wie das funktioniert, wie das geht und habe da immer Lust, selbst einzutauchen und beschäftige mich dann so lange damit, bis es irgendwie funktioniert, bis ich dann die Website auch hinbekomme, zu programmieren. Mhm. Deswegen ja. Und du als Webdeveloper, wie hast du das gemacht? Hast du das selbst gecodet? Hast du ein Framework benutzt? Oder? Genau, ich arbeite viel mit WordPress und nutze das eben so als CMS-System und alles andere ist eigentlich komplett selbst programmiert. Dann gebe ich dir mal einen Tipp, vielleicht wirfst du mal ein Auge auf Webflow. Das ist ein ziemlich großes Ding, was gerade im Kommen ist. Sehr, sehr Oh ja, das gucke ich mir mal an. Sehr schön. Und da hat auch der Tim die ganzen Links in den Chat gepostet. Da ist dein Instagram, dein Behance und deine Website. Einfach mal draufklicken und folgen bitte. Super, ja. Sehr schön. Dann würde ich schon die nächste Sache zeigen. Ja. Das ist auch so, ich glaube, das zeigt auch ganz gut, wie ich arbeite und irgendwie so denke, weil ich hatte auch total Lust, mal auszuprobieren, dann die Gestaltung abseits von klassischen Printmagazinen und Webseiten irgendwie auf ein anderes Medium zu transferieren. Ich habe früher viel Poster gemacht auch und Plakate und fand es total spannend, die auch mal einfach auf ein T-Shirt zu bringen oder auf Stoff generell. Und habe dann auch ein großes Interesse daran gefunden, einfach, also ich würde jetzt nicht sagen Klamotten gemacht, weil es im Endeffekt nur die Prints sind, die ich gestaltet habe, aber hatte da einfach riesen Spaß dran, auch damit rum zu experimentieren. Und, genau, mit der Zeit kam dann auch glücklicherweise, kam da auch Anfragen, dass sowas quasi, dass man sowas auch für Kunden realisiert. Jetzt hier links sieht man zum Beispiel auch ein T-Shirt, was ich mit Julian Lehmann für die Kunsthochschule in Mainz gemacht habe. Das war ein Shirt, der quasi als Flyer oder Promo für die anstehende Rundgangsparty diente, mit allen Infos, Datum, Location und Line-Up. Das hat irgendwie total Spaß gemacht, dann sehr cool, mit ihm da dieses T-Shirt zu entwickeln, was total unkonventionelles Flyer oder Plakat oder Werbeträger. Du bist der Flyer. Genau, deswegen, ich hatte total Spaß dran, das so auf die T-Shirts zu bringen. Und ich hatte dann auch letztes Jahr im Winter, glaube ich, hatte ich dann angefangen, so eine kleine experimentelle Serie zu starten auch, die immer halbjährlich ein neues Teil, also von insgesamt 4 Stück, im Moment bin ich in der dritten Veröffentlichung, die quasi alle halbe Jahr ein T-Shirt oder Longsleeve oder Hoodie oder irgendwas beinhaltet. Ich habe mich da viel mit dem Thema Normcore beschäftigt, weil mich, glaube ich, dieser Stil auch generell in meiner Arbeit sehr beeinflusst, aber auch mit dieser vorherrschenden Drop-Culture. Und habe da einfach so ein bisschen so eine kleine experimentelle Serie gestartet und habe das natürlich dann auch wieder zum Anlass genommen, um viel meine Leidenschaft für Motion und Animation mit reinzubringen und konnte auch wieder total frei rumexperimentieren, was bei anderen oder was bei klassischer Werbung vielleicht nicht gehen würde, konnte ich dann hier irgendwie super ausleben. Und was versteht man denn unter Drop-Culture? Naja, es gibt ja viel im Moment diese Kultur von Marken oder von Klamotten, das was schon lange angekündigt gedroppt wird, dass man die Leute schon quasi vorher darauf hinweist, dass bald ein Hype-Stück kommt und dass man da oben zuschlagen müsste. Am besten noch limitiert und zeitlich begrenzt. Und ich fand das, also es funktioniert als Marketingstrategie anscheinend sehr gut, aber ich fand es eben auch ein bisschen, es hat immer so einen bitteren Beigeschmack, dass man irgendwas verknappt, extrem hochhypt durch dieses Droppen für kurze Zeit, dann extreme Kosten auch entstehen, dass dann irgendwelche Klamotten extrem teuer werden. Und habe mich da einfach mit ein bisschen beschäftigt, weil ich das auch teilweise ein bisschen
dann hinterfragt habe, ob es denn so sein muss, ob man den Konsumenten denn so aufstacheln muss, dass er irgendwas haben müsste. Ja. Genau. Und bei dir steht aber noch 25% gehen an Mental Health UK. Genau, bei der aktuellen Ausgabe, jetzt bei dem Hoodie, gehen von dem Profit dann noch oder von den Einnahmen, wenn dann noch gespendet. Sehr schön. Fand ich eine schöne Sache, kann man bei VR Social Print, kann man den, ist der erhältlich und da kann man, die haben das, ist eine ganz schöne Sache, weil die das direkt anbieten, dass man da per Klick dann seine Sache auswählt. Das ist quasi so eine Print-on-Demand-Website, die das direkt weiterleitet? Oh, das ist ja sehr genau. Und die haben das eben mit sich zur Aufgabe gemacht, anscheinend da diese Spendenaktion mit reinzunehmen und finde ich eine ganz schöne Sache, dass es den Leuten so leicht wie möglich gemacht wird, auch gleich was mit zu spenden. Das finde ich auch. Bei Mental Health UK gibt es auch diese kleinen Mental Health Ribbons, die man kennt, die man sich an die Jacke machen kann. Genau. Sehr schön. Ja, fand ich eine gute Sache. Und ich glaube, das Stichwort Motion ist jetzt auch eine ganz gute Sache. Ich habe leider noch nicht geschafft, mir einen vernünftigen Showreel mal zu schneiden, aber ich denke, der Überblick hier zeigt auch ganz gut, in welchen, an was ich so die letzten paar Jahre gearbeitet habe und dass sich alles bewegt, alles laut und typografisch was. Denke ich, zeigt den Stil ganz gut. Sehr, sehr coole Sachen dabei, wirklich. Ja. Stark. Sind das alles Projekte, die im Studium entstanden sind und bei deinem Internship? Teils. Also es sind ein paar freie Sachen mit dabei, ein paar Sachen, die ich als Auftragsarbeit auch gemacht habe und ein, zwei Sachen, die ich auch im Praktikum gemacht habe. Ist ein bunter Mix. Ja. Ist alles von allem ein bisschen was mit dabei. Und dein Auslandssemester in Seoul, wie lange war das? 6 Monate? Das waren nur 4 Monate, genau. 4 Monate. Aber eigentlich, so ein halbes Jahr, 4 Monate. Ja. War eine schöne Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Da hast du ein bisschen Koreanisch gelernt? Ein bisschen, ja. Leider nichts mehr geblieben. Ist dann doch schwer, da drin zu bleiben. Ja, aber das war für mich auch so der Startschuss für diesen ganzen Motion-Bereich. Weil mir Leute gesagt haben, die vorher da waren, wähle auf keinen Fall Typografie oder Grafikdesign-Klassen. Da wirst du ins erste Semester gesteckt. So die handhaben das nur relativ basic ab. Mach auf jeden Fall irgendwelche Digital- oder 3D-Kurse oder Animationskurse, weil das bei uns an der Hochschule eben nicht so angeboten war und dann konnte man da am meisten lernen. Und dachte ich, ja, warum denn eigentlich nicht? Probiere ich mal aus, habe dann 3D- und Animationskurs belegt und habe da dann in dem Semester dann 2 Animationsvideos auch mit gemacht und habe dann da so ein bisschen die Leidenschaft für Bewegtbild. Das war quasi der Startschuss dafür. Hast du mich in Korea für das Motion Design begeistern können? Genau. Seitdem zieht sich das irgendwie so mit Farben. Das weiß ich mal. Okay. Diese Animation. Genau. Und das würde ich sagen, von dem aus könnte man dann gleich den After Effects tun. Ja, let's go. Die Animation zusammen nachbauen oder animieren. Genau. Wie startest du denn so ein Projekt? Zum Beispiel das jetzt deine Werbung für den Stream heute? Also grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, immer ein Grundkonzept und eine Idee irgendwie zu haben. Die hatte ich da schon im Kopf. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht und dachte so, dass irgendwie, also von der Bewegung her dachte ich so, das könnte ganz gut passen. Deswegen stande die Idee schon. Dann habe ich angefangen, in InDesign das zu gestalten. Also das ist mir immer auch sehr wichtig, dass ich die Sachen vorher auch erst immer angestalte, bevor ich direkt in After Effects dann das animiere. Und bastel das so lange dran rum, bis ich mit der Grafik erst zufrieden bin und hole mir dann alles, übertrage das in After Effects und baue quasi die Grafik da erstmal nach oder das Layout und fange dann an, die Teile zu animieren, die ich eben animieren möchte. Manchmal ist es aber auch eben komplett anders, dass ich direkt in After Effects irgendwie rumspiele und Sachen ausprobiere. Das hängt immer so ein bisschen, ist immer unterschiedlich, aber generell so die erste Ideen im Kopf und dann erstmal Gestaltung. Und dann animieren. Genau. Die Ruth sagt doch gerade, ja, das gute alte Typo-Raster. Arbeitest du auch mit Rastern wahrscheinlich schon, ne? Doch, auf jeden Fall, ja. Ohne Raster ist schwer doch. Ja. Oder nicht schwer, sondern schwer für mich. Ich brauche da irgendwie diesen Drang, alles hinten, Raster hinten dran zu legen und ein System und irgendwie alles immer systematisch aufzubauen. Deswegen ist es schwer für mich, da komplett drauf zu verzichten. Genau, ja. Machst du auch dein Bett jeden Tag? Ja,
So gewisse Zwänge kommt man da nicht mehr drum herum. Ach, das sind die schönen, Zwänge, glaube ich. Genau. Wie legen wir denn los? Genau, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Was ich in letzter Zeit oder was ich viel, wie ich viel mit arbeite, ist in After Effects mit diesen Unterkompositionen. Mhm. Das macht es einfach viel, viel einfacher und sortiert halt gerade, wenn man einfach viele Animationselemente hat, die man animiert, behält das übersichtlich. Also aktuell habe ich so hier so eine Hauptkomposition, die ist aktuell noch leer. Mhm. Dann habe ich hier eine Komposition mit den ganzen Schriftlayern. Dann habe ich mir nochmal so diese statischen Layer, die in der Animation sind, habe ich mir auf eine extra Unterkomposition nochmal gelegt, um die eben auszulagern, und hier nochmal eine Komposition, in der ich später dann auch die Bilder reinlege, die dann sich... Alles klar. Sehr gut organisiert, mit erstens und allem drum und dran, super organisiert. Ich glaube auch, gerade wenn die Projekte größer werden, zumindest hilft es mir wahnsinnig, den Durchblick dann zu haben, das irgendwie so strukturiert zu haben, dass man weiß, wo man hinklickt, wo man die Sachen findet. Genau, dann würde ich jetzt einfach mal, wie man schon in der Animation vorher gesehen hat, so die Schrift zu animieren, die sich so irgendwie so hin und her schiebt. Mal kurz Schriftraten machen, wer erkennt die Schrift? Die ist relativ neu und jung. Ich glaube, die gibt es noch gar nicht im Verkauf. Die ist von Kilotype. Noch ein unreleaseder Schnitt, glaube ich. Mit denen arbeite ich gerade zusammen an der Webseite. Deswegen konnte ich da schon mal die Schrift verwenden. Die benutzen. Aber ich würde mich wundern, wenn die jetzt jemand erkennen würde. Okay. Challenge accepted. Okay. Genau. Und zum Verschieben würde ich da jetzt erstmal so diese einzelnen Bausteine kopieren. Und mir hier rausziehen. Meistens verschiebe ich die auch immer so, dass die immer perfekt so eine Komposition weiter quasi oder ein Quadrat weitergeschoben sind. Das heißt, meine Komposition ist gerade 1080 Pixel breit und verschiebe das hier dann auch. Und genau diese Pixel, das macht mir irgendwie, finde ich, immer... Oder ja, ich weiß nicht, ob das einfacher ist, Genauigkeit zu haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dann sitzt es. Genau, man kann in After Effects ganz schön auch Sachen miteinander verlinken. Ich habe jetzt quasi diese zweite Ebene mit der ersten verbunden. Und dann reicht es auch aus, wenn ich eine Ebene verschiebe und dann verschieben sich gleich beide. Das gibt die Möglichkeit, dass man nicht alle animieren muss, sondern eben nur die Hauptebenen. Genau, dann würde ich hier die Position einfach verschieben, mit dem Shortcut P in die Position rein, einen Keyframe setzen und bei der ersten Sekunde, was ich auch sehr viel mache, ist alle Animationen erstmal auf die erste Sekunde timen, sodass ich erstmal grundsätzlich so die Bewegung drin habe, genau, um mir am Anfang nicht zu viel Gedanken zu machen, wie lang soll das gehen, wie in welchem Loop soll sich das befinden, sondern dass man einfach den Keyframe auf die erste Sekunde legt und dann kann man später immer noch verschieben und gucken, wie man es verändert. Genau, hier dann auch wieder die Bewegung nach außen. Ich habe mir das, glaube ich, angeeignet, um diese Genauigkeit, weil man, wenn man in Loops arbeitet, eben sicher gehen muss, dass das Wort, was sich verschiebt, auch genau an der richtigen Stelle wieder landet. Sonst hat man eben so einen kleinen Wackler. Und wenn man mit den Werten genau arbeitet, passiert das eben nicht, weil die genau dann an der richtigen Stelle sind. Genau, man sieht schon, es bewegt sich was. Ja. Das ist gut. Da würde ich jetzt einfach mal alle durchmachen, damit es ein bisschen dynamisch bleibt. Kann man die versetzt verschieben, also das verschiebe ich jetzt hier mal nach rechts. Verlinkt das wieder mit der vorherigen Ebene. Meistens ist es auch viel einfach nur immer wieder die gleichen Bewegungen und eher sehr, ja, man muss irgendwie sehr diszipliniert das nach und nach einfach abarbeiten, habe ich so das Gefühl, dass da meistens bei solchen Dingen gar nicht so der große Spielraum da ist. Aber es ist schon ein schöner Effekt, so einfach. Genau. Ich habe auch immer das Gefühl, ich schiebe eigentlich nur Sachen von links nach rechts. Aber irgendwie macht es dann anscheinend so die Grafik und das Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen dann aus. Aber im Grunde, wenn mich immer Leute fragen, wie können sie denn in After Effects einsteigen, ich habe da meistens immer gar nicht so die Antwort drauf, weil ich das Gefühl habe, ich nutze nur Positionen, vielleicht noch Rotationsmechaniken von After Effects, die eigentlich so grundlegend sind.
dass ich da nicht viel erklären kann meistens. Aber deine Projekte, die du vorhin so gezeigt hast, die sahen schon unglaublich komplex aus, aufgrund auch der Grafik und der Typografie. Mhm. Auch wenn es einfache Bewegungen sind, ist es trotzdem sehr. Genau, ich glaube, es wird mit der Zeit sehr komplex und verschachtelt, aber die Grundbewegungen von Positionsverschiebungen oder Rotationen, die sind eigentlich immer eher sehr grundlegend. Und wie du ja auch gesagt hast, mit den Unterkompositionen, die kannst du ja auch wieder bewegen und rotieren und positionieren. Und dann kommt da schon was zusammen, ja? Ja. Der Sascha fragt doch gerade noch, ihn würde mal dein Setup interessieren. Arbeitest du nur an einem MacBook? Genau, ich sitze nur an dem MacBook 2015, MacBook, glaube ich. Oh, ja. Ich auch. Ja. Ich merke aber gerade, als wir vorhin ja schon über 3D gesprochen haben, da komme ich auf jeden Fall an meine Grenzen. Da komme ich leider nicht mehr weiter, aber ja, ist zum Glück auch nur ein kleiner Teil und ich will mich da auch gar nicht so drauf spezialisieren. Deswegen ist es okay, aber da komme ich mit dem MacBook einfach total an die Grenzen. Der Dirk Rexer fragt auch gerade, wie lange braucht man denn, um mit After Effects halbwegs gut klarzukommen? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die man so, glaube ich, gar nicht so beantworten kann. Ja, ich habe dadurch, dass ich so einerseits in meinem Auslandssemester diesen Crashkurs, sage ich mal, jetzt hatte, diese intensive Zeit, habe ich mir viel in kurzer Zeit beigebracht. Mhm. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie man das normalerweise angehen würde. Aber ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man sich mal ein Großprojekt vornimmt. Also ich habe da auch ein komplettes Musikvideo typografisch animiert. Das war eine Heidenarbeit für das, dass ich null Fähigkeiten in After Effects hatte. Aber danach konnte man es. Also das war irgendwie danach fühlte ich mich sicher in After Effects. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich kann After Effects durch und durch. Aber für meine Zwecke konnte ich das da oder war es mir ausreichend. Deswegen vielleicht ein Projekt vornehmen, ein größeres und daran einfach viel Zeit und Energie reinstecken. Ja. Und wenn man keine Idee hat für ein eigenes Projekt, sich einfach die Sachen anderer Leute angucken, nachbauen und einfach drüber nachdenken, wie könnte man es machen. Und auf jeden Fall, ja. Für mich war damals auch, das war ungefähr zu der Zeit, als Dia Studio angefangen hat, viel in dem Bereich zu machen, typografische Animationen, auch sehr viel schwarz-weiß. Mhm. Und es hat mich so geflasht, dass ich auch einfach wissen wollte, wie die machen die das. Und vielleicht sieht man da auch so ein bisschen die Parallelen. Also ich habe mir das auch nicht ausgedacht, Schriftzug zu animieren, das hat man einfach, also das hat zu der Zeit viel gesehen. Ja. Genau, und ich war da so fasziniert von, dass ich das einfach auch ausprobieren wollte. Genau, ich würde sagen, das passt irgendwie schon mal ganz, ganz, ganz gut bisher, so die Bewegung. Was natürlich immer hilft, um sowas spannender zu machen, ist die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die Interpolation, Ease-In, genau, das anzupassen. Man könnte hier, bei Position geht das zum Beispiel nicht, man könnte hier jetzt rein und Sachen auch per Drag and Drop irgendwie verschieben und an den Ankern. Was ich aber ziemlich schnell gemerkt habe, dass es bei mir einfach wahnsinnige Fuddelarbeit ist und habe da eine andere Technik mittlerweile irgendwie mir angeeignet, was es auch, gerade wenn es darum geht, verschiedene Bewegungen aufeinander abzupassen. Und über den Shortcut von Shift, Command und K, glaube ich, genau, kommt man in diese Keyframe Geschwindigkeitsfenster und kann hier einfach per Zahlenwert, ich benutze meistens irgendwas im 80er-Bereich, kann dann mit Zahlenwerten diese Kurven beeinflussen. Das heißt, man sieht hier schon, dass sich die Kurve jetzt verändert hat. Sag nochmal den Shortcut. Shift-Command-K, für Mac-User. Ja. Shift-Command-K, ich weiß gar nicht, ob ich das. Ich kann hier mal umstellen auf zum Beispiel 220 eingibt, sieht man auch schon, dass die Kurve verändert. Sich anpasst, genau. Das heißt, ich lege jetzt auf alle Keyframes diesen Wert und habe dann so sichergestellt, dass sich einfach jede Bewegung sich gleich schnell anfühlt, ohne jetzt überall den Graphen in die genau richtige Position zu ziehen. Genau, wenn ich auch alle meine Elemente markiere und U-Klick, sehe ich nur die animiert sind. Das ist auch alle Keyframes, eine ganz gute Hilfe, dann markiere ich die alle. Sauber. Sieht auf jeden Fall dynamisch aus. Das ist ein starker Tipp, sehr cool. Ja. Genau, das schon mal so weit zu dem ersten Teil. Wavy sagt nur, Learning by Doing kann ich nicht glauben. Ein wenig Facts zur Orientierung braucht man oder bin ich zu oldschool? Also ich habe mir natürlich auch viel Tutorials reingezogen. Das geht auch Hand in Hand, würde ich sagen. Es ist ja nicht nur, dass man sich durch die Software klickt, sondern dass man sich ein Projekt überlegt, das nachbaut, zuerst überlegt, wie man es machen könnte und dann nach den Antworten sucht. Und ich glaube, so lernt man am besten und so bleibt es auch am besten hängen, wenn man selbst die Antworten findet.
Doch, auf jeden Fall. Also ich meine jetzt auch, was ich vorhin gemeint habe, dieses Learning by Doing, war jetzt eher darauf bezogen, dass ich keinen, also dass mir kein Lehrer in der Ja. Hochschule sich neben mich hingesetzt hat und mir gezeigt hat, wie After Effects funktioniert, Ich sondern glaube, einfach. das haben aber die wenigsten. Ich habe sowas auch Genau. nicht gehabt. Sowas machen Dozenten eigentlich auch gar nicht. Das ist ja nicht Genau. mehr so die Schule früher. Ja. Nee, weil ich das Gefühl habe, dass manchmal dieses Mysterium existiert von Leuten, die das anfangen zu studieren, dass man denkt, es kommt irgendwann mal einer und zeigt einem, wie das Programm Nee, funktioniert. eigentlich heißt es zu Deswegen. studieren nur, dass man sich jetzt die Zeit nimmt, das selbst rauszufinden. Das ist alles. Genau. Und wenn man tatsächlich mal eine Frage hat, kann man zum Dozenten rennen, aber es setzt sich halt kein Professor neben Ja. dich und gibt dir einen Crashkurs oder irgendwas. Genau. Jedenfalls war das nicht meine Erfahrung. Das bei mir auch nicht, ja. Doch, doch. Genau, was hatten wir denn da noch drin? Ich glaube. Das ist jetzt übrigens 35, ich wollte dir ja einen Hint geben. Oder? Super, ja. Doch, dann haben wir ja noch eigentlich gut Zeit, da ein bisschen Ja. tiefer einzusteigen. Zu Und im zeigen, was da Moment noch waren das was ja kommt. auch alles nur Textebenen. Ne? Du hast Textebenen aufgezogen, hast Genau. da deinen Text reinkopiert und hast angefangen zu animieren. Und ich sehe, ein paar After Effects-Dateien sind drin. Das Adobe Creative Cloud Logo ist eine After Effects-Datei. Ja, genau, das ist also es war eine Illustrator-Datei, eine AI, die man sich reinziehen kann, die man auch einfach in eine Fläche umwandeln kann. Also Genau. so kann man auch sämtliche Layouts übertragen oder komplett Vektoren auch da reinziehen. Und der Rest ja ist einfach nur, Textfelder. Wie Das sieht habe ich denn jetzt die? mal erspart, die nach und nach aufzuziehen und da reinzutippen. Ich denke, das sollte verständlich sein, wie man das dann nachbauen könnte. Genau, ich würde jetzt einfach nochmal auch ich hatte da, glaube ich, noch einen grauen Hintergrund mit dabei, der sich auch mit dazu ändert, den würde ich jetzt auch noch einfach mit reinmachen. Der funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Die Keyframes setzen, aus dem Bild schieben. Und hier kommt einem das jetzt zugute, dass man eben das mit diesen Werten, weil man die Werte der Kurve oder die Geschwindigkeitskurve einfach auf alles übertragen kann. Du hast immer wirklich genau die richtige Prozentzahl. Du musst nicht an den kleinen Genau. Anfassern rumfuddeln und hoffen, das ist wirklich cool. Genau, Habe das ich noch hat mich nie früher gesehen. einfach so wahnsinnig gemacht, wenn man gerade so Animationen aufeinander abstimmen will, dass Ja. man da genau diesen Punkt trifft, und habe dann auch über ein Tutorial eben diesen Shortcut rausgefunden, und war da total begeistert von, dass man das Ja, wir damit sind auch machen kann. begeistert. Das war ein super Ja, Tipp. Vielleicht genau. was für die Arbeit gelernt. Ja. Und jetzt, glaube ich, im nächsten Schritt würde ich alle Flächen so weit herausschieben. Hier kann man sich auch wieder, um es übersichtlicher zu machen, wähle ich mal alle Flächen aus, die ich animiert habe, beziehungsweise ich brauche eigentlich alle Flächen, die ich nicht animiert habe. Da hast du sie auch farblich gekennzeichnet, Fuchs. Das macht es, glaube ich, automatisch. Flächen werden blau Ach, das und waren Text Text wird und Flächen, rot. okay. Das wäre aber Genau. natürlich ein super Tipp eigentlich. Die, du Ja. nicht bewegst, könntest du Genau. Und man kann hier auch mit verstecken. diesem verstecken, und dann ist es auch ein bisschen übersichtlicher Ich finde, natürlich. das Icon sieht immer aus wie ein kleiner Mann, der über eine Mauer Der guckt. sich hinter der Mauer versteckt, ja. Genau, darum kann man sich Das das gut stimmt. merken. Da. Sind alle wieder da. Und jetzt Ah, schiebe ich die cool. einfach wieder. So Auch mit dem ordentlich. gleichen Wert wieder zurück. Jetzt fängst du an zu loopen. Ja. Und der Emil sagt, super hilfreich, dein Mini-Tutorial. Sehr cool. Das freut mich. Super. Hier habe ich natürlich den hier noch vergessen. Die Katrin fragt, muss jetzt mal doof fragen, weil ich mich in Motion gar nicht auskenne. Wo ist denn der Unterschied zwischen After Effects und Animate? Boah, Animate das ist. ist eine gute Frage. Da bin ich hab noch nie Animate genutzt. Vielleicht weißt du dann. Ja, Animate ist eigentlich wie es Flash früher war. Eigentlich ist das der Ersatz für Flash und da drin zeichnest du. Das heißt, du animierst tatsächlich Frame by Frame, so wie eine Onion Skin, wie man das früher von den Zeichentrick-Serien kannte. Es wird also Frame für Frame animiert und du zeichnest. Und in After Effects kannst du ja nicht zeichnen. Hier gibt es nicht wirklich, ich glaube, es gibt einen Pinsel, aber dafür ist es eigentlich nicht gedacht. Du kannst tatsächlich Vektoren und auch Pixel animieren. Das heißt, du zeichnest tatsächlich ein Frame nach dem anderen, wie du einen Trickfilm aufbauen würdest. Das ist Animate. Und After Effects ist das natürlich eine ganz andere Hausnummer, riesengroß. Hiermit kann man im Grunde alles machen. Gibt, glaube ich, auch noch Premiere, aber das ist, glaube ich, auch eher zum Schneiden. Das hab ich auch bisher noch Genau. nie geschafft, da mich mit zu befassen.
das jetzt noch, um alles jetzt noch rauszuschieben, weil ich will ja, möchte ja quasi zum Anschluss auf die Bilder, die durchlaufen, auch überzeigen. Dafür müsste ich ja alle erstmal alle Textflächen rausschieben. Aber durch die Verschiebung wären hier jetzt noch manche Textflächen, die wieder reinkommen. Deswegen blende ich die jetzt hier auf der ersten Sekunde einfach aus, sobald die sich rausgeschoben haben. Und dann sind die nicht mehr hier drin. Jetzt kommt wieder diese Keyframes zum Einsatz. Das ist auch alles aufeinander abgestimmt ist. Ah, cool. Genau. Was man hier jetzt auch noch machen kann, wie ich finde, ist das hier noch ein bisschen undynamisch, wenn quasi alles gleichzeitig verschwindet. Das sieht nicht so, das ist ein bisschen starr. Was ich sehr oft immer anwende, auch dass man die einzelnen Ebenen leicht versetzt animiert. Ein bisschen Variation reinzubringen. Herr Thoraf sagt gerade, da muss ich mal reingrätschen. Mit Flash Animate kann man noch viel mehr machen als bloßes Stop-Motion. Danke fürs Reingrätschen, Thoraf. Und die Katrin sagt, was wäre denn für einen Anfänger leichter zu lernen? Am Grunde geht es eigentlich darum, was du lernen möchtest. Was möchtest du denn machen? Wenn du so coole Sachen machen möchtest wie der Lukas, dann ist After Effects auf jeden Fall der richtige Start für dich. Wenn du mehr in Richtung 2D-Animation gehen möchtest, also mehr, wie soll ich mal sagen, ja, sowas wie kleine Animationsfilme und alles, was du selbst animieren möchtest, also was du per Hand zeichnen möchtest, dann ist Animate, glaube ich, das Richtige für dich. Oder einfach mal reingucken. Die Programme haben ja alle so einen kleinen Home-Startbildschirm, den man sich anschauen kann. Und da sind auch immer so kleine Mini-Tutorials. Und was man damit so machen kann, da werden die Feature vorgestellt. Und ja, einfach mal reingucken. Einfach machen. Das begleitet mich schon immer, der Spruch. Ja, genau, einfach machen, da haben wir es wieder. Ja. Genau, jetzt habe ich alle Ebenen so ein bisschen versetzt und schon ist dieses Rausleiden viel dynamischer, als wenn es in einem Block verschwindet. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das war es jetzt auch schon mal in der... Das war deine dritte Unterkomposition. Genau, das war hier jetzt alles in dieser Type-Comp. Die lege ich jetzt in meine Hauptkomposition. Ich sehe auch schon, die ist hier ein paar Sekunden lang. Und hier kann man auf jeden Fall jetzt auch mal diese Overlay-Komposition dazulegen, die auch statisch komplett über dem ganzen Bild drüber liegt. Genau. Und jetzt muss ich mal kurz hier. Ich gucke jetzt quasi, wann der letzte Text verschwindet. Der müsste hier so um eine Sekunde acht verschwinden. Und das verwende ich jetzt auch, um diese ganze Komposition aus, oder die ganze Unterkomposition aus der anderen Komposition rauszuschieben. Jetzt geht es los, dass es verschachtelt wird. Ich hoffe, man kann mir noch folgen. Jetzt gibt es die Inception. Und der Fabi fragt, das gesamte Layout erstellst du aber erst in InDesign, oder? Und wie arbeitest du in After Effects mit Rastern? Genau, wie gesagt, die Gestaltung eigentlich komplett in InDesign, wurde ich einfach viel schneller und effektiver, als wenn ich in After Effects anfange, Layouts zu bauen. Deswegen mache ich, also man könnte auch alles vorher in After Effects hier machen, aber hat sich einfach bei mir herausgestellt, dass es schneller geht. Genau, und jetzt schiebt sich schon die ganze Ebene auch hier raus, die ganze Komposition. Ja. Yeah. Super. Das gleiche mache ich jetzt noch für die Image unter Komposition ist jetzt noch leer. Ich muss kurz meine Ebene einblenden, genau. Und die möchte ich, dass die aber auch reinkommt. Da sieht man wahrscheinlich jetzt auch nichts, weil die leer ist. Der Willi fragt, gibt es denn eine Exportfunktion in InDesign dafür? InDesign leider nicht, oder wüsste ich jetzt gerade nicht, aber was ich viel mache, ist über Illustrator dann SVGs oder Illustrator-Dateien speichern und die in After Effects öffnen. Die kann man Hast du dir da zum Beispiel jetzt in InDesign eine PNG exportiert und die als Vorlage drunter gelegt und dann nachgebaut? Oder genau, das mache ich auch viel, dass man einfach mal ein JPEG oder ein PNG speichert und da anhand von dessen eben dann nachbaut. Oder halt, wenn es extrem genau sein muss, dann über Illustrator und mir genau
die gleiche Form dann reinholen. Genau, jetzt habe ich auch hier diese Image-Komposition. Bewegt sich hier mit rein, die ist jetzt noch leer, die können wir jetzt aber mit den Bildern befüllen. Ich habe hier die Bilder schon mal vorbereitet, die sind jetzt auch perfekt zugeschnitten und alles. Mhm. Also so sauber arbeite ich jetzt auch nicht, aber ich dachte, das ist eine ganz gute Vorbereitung. Das ist aber auf jeden Fall eine Hilfe, wenn es so gut ist. Dass die hier perfekt in dem gleichen Format sitzen und der Ausschnitt schon passt. Ja. Genau, und hier mache ich jetzt eigentlich nur, die versetze ich jetzt auch, dass die nacheinander durchwerfen. Ich glaube, dafür gibt es sogar einen Shortcut, um die so zu versetzen, aber dann müsste ich jetzt nachschlagen. Das wäre interessant, ja. Weiß das jemand? Und Wavy fragt also doch Vektor. Es ist auf jeden Fall alles in Vektor. Ja, genau. Außer die Fotos gerade, das sind JPEGs. Also jetzt laufen wir die Bilder ganz normal. Jetzt ein großer Vorteil auch von diesen Unterkompositionen, was man hier machen kann, ist, dass man die komplette Abspielzeit, hier heißt Zeitverzerrung, manipulieren kann, was ich immer eine ganz schöne Sache finde. Gerade bei Loops ist das so hilfreich. Mhm. Was mir jetzt hier auch noch auffällt, mal die Image-Unterkomposition geht ja auch bei Null los. Das heißt, ich würde die, glaube ich, jetzt auch hier beginnen lassen, dass sie nicht mittendrin anfängt. Du hast da jetzt also zwei Keyframes, dass die überhaupt reinkommt. Und jetzt nimmst du die Zeitverzerrung, um mir zu sagen, wie lange sie sein soll. Ja, ich habe hier bei 5 Sekunden wäre es gut, wenn die einfach wieder von vorne anfängt. Das heißt, das ist jetzt mal mein Referenzwert, sind 5 Sekunden. Guck, wann die fünfte Sekunde hier zu sehen ist. Genau, das wäre jetzt der. Den letzten Keyframe entferne ich mal. Das wäre jetzt so meine normale Abspielzeit von 0 bis hier nach 5 Sekunden. Wenn ich die jetzt aber schneller abspielen will, ziehe ich einfach diesen Keyframe von 5 Sekunden einfach auf einen früheren Wert und schon wird die ganze Abspielzeit viel, viel komprimierter gemacht. Und du kannst natürlich auch noch mehr Keyframes setzen, einen bei 1 Sekunde, 2 Sekunden und die dann länger ziehen, kürzer ziehen. Genau. Das ist eine super coole Sache, die Zeitverzerrung. Ja. Und was ich hier auch oft immer ganz gern mache, dass man mit einer Expression die ganze Ebene auch loopen lassen kann. Das kann man sich aber auch alles angucken mit dieser Cycle Loop Expression. Das ist eine Expression, die man oft braucht, die hat man irgendwann mal abgespeichert. Genau. Und man sieht, dass quasi nach dem Keyframe, an dem eigentlich nach der 5. Sekunde, nachdem eigentlich die Ebene fertig abgespielt war, fängt sie wieder von vorne an, was in dem Fall jetzt irgendwie ganz hilfreich ist. Ja, genau. Genau, und jetzt gucken wir mal, wie das im Gesamten aussieht. Ein paar kleine Hänge sind noch mit drin, aber ich glaube, zum Zeigen passt das jetzt ganz gut. Aber wie cool und so schnell und so hübsch. Also da auch, wie gesagt, auch immer das Wichtigste, die Idee und einfach für mich zumindest die Grafik. Was es, glaube ich, dann auch unterscheidbarer macht von dem klassischen Motion Design, was die letzten Jahre normalerweise so unter Motion Design bekannt war, dass es jetzt quasi diesen typografischen Stil plötzlich hat, was es so unterscheidbar macht. Weil ich glaube, die Bewegungen sind gar nicht so kompliziert und der Aufbau in After Effects, das macht es dann, glaube ich, liegt dann viel an den Grafiken. Genau, was mache ich denn jetzt noch? Wenn du in InDesign dein Design vorbereitest, überlegst du dir dann dabei auch schon, wie du es animieren möchtest? Oder ist das oftmals nachher? Oftmals, ja, das geht oftmals Hand in Hand, dass man da schon irgendwie auf jeden Fall Sachen andenkt, wie man das jetzt am besten oder auch so gestaltet, dass man es bestenfalls was animiert. Also, wie gesagt, das ist Teil des Konzepts, wenn man sich da ein Konzept überlegt und dann richtet sich alles demnach, sowohl die Grafik als auch die Animation. Genau. Ich würde jetzt hier nochmal die komplette Schrift Unterkomposition nochmal kopieren und mir dann, wie so irgendwie so bei 4. Sekunde, nochmal reinsetzen. Und dass man quasi am Ende dann diesen den perfekten den Loop generell hat. 5 und schiebt das hier raus. Ist das irgendwie verständlich? Ja, ich denke schon. Ja, doch, okay, super. Hier wieder die Geschwindigkeit auf das gleiche setzen. Und was man auch mit der Zeitverzerrung machen kann, wenn man alle Keyframes entfernt,
dann ist es wie ein Standbild. Das heißt, wenn man den letzten Keyframe entfernt. Genau, wenn man nur einen Keyframe hat. Wenn du die Endzeit eingibst bei dem Keyframe, dann ist er quasi schon da angekommen und Ende. Genau, ich hab den End-Keyframe für die Zeitverzerrung gelöscht. Das heißt, man sieht jetzt hier auch, dass er sich nur bei 0 auffällt, also dass die Ebene gar nicht läuft. Und dadurch habe ich jetzt einfach die Ebene statisch und bewegt sich dann nicht mehr. Das sieht noch ein bisschen komisch aus. Was da vielleicht hilft, auch das Bild wieder mit, die Bildebene mit rauszuschieben. Genau, und ich ziehe den gesamten Bereich nur bis 5 laufen lassen, dann müsste es hoffentlich durchfliegen. Ja, und geht wieder nach vorne. Super. Sehr cool. Das war's auch schon, ja. Mehr steckt da eigentlich gar nicht dahinter. Also im Prinzip, wenn man sich überlegt, was ich verwendet habe, waren eigentlich nur Positionsveränderungen und ein bisschen mit der Zeitverzerrung angepasst. Und ein cooles Layout und ein cooles Design. Jetzt musst du noch kurz leaken, wie die Schrift heißt. Das ist die Oldschool Grotesque, heißt die, von Kilotype. In der Condensed-Variante, glaube ich, oder Compressed, ich bin mir nicht sicher. Sehr schön. Genau. Deswegen, es ist gar nicht so schwierig, wie man denkt manchmal, was auf ein sehr cooles Ergebnis, ja. Doch, ja. Sehr inspirierend. Ich glaube auch, sich solche, Ruth sagt auch sehr smooth, ja, finde ich auch. Sich schöne Projekte anzuschauen und mal zu gucken, zu überlegen, wie hat derjenige das gemacht, auszuprobieren, so wie du schon sagst, einfach machen, einfach mal rumexperimentieren, so lernt man am besten. Genau. Da haben wir als Kinder gelernt, so lernen wir auch Erwachsene. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach immer motiviert bleiben, man Lust auf die Dinge haben und der Rest deckt sich dann meistens, zumindest war es bei mir so von allein. Ja, der Schlüssel ist Neugierde. Genau. Helmut sagt auch super, mit einfachen Mitteln viel Wirkung, ganz genau. Ich glaube, das hat sich auch die letzten Jahre bei mir so rauskristallisiert oder habe ich festgestellt, dass oftmals die Idee und das Konzept umso einfacher, umso besser meistens ist. Mhm. Dass wenn man zu verkopft und zu kompliziert dann meistens denkt oder auch gestaltet, hat es nicht diese Stärke, als wenn man sich auf diese wesentlichen und einfachen Dinge beschränkt. Wirkt oftmals viel, viel stärker, finde ich irgendwie eine schöne Sache, im Designbereich, das ist so, dass da einfach dieses einfach weniger ist mehr einfach. Das ist meistens was erst mit Erfahrung kommt. Thomas sagt da, ich bin geflasht. Und Carina Lindmeier ist da. Hallo Carina, die sagt, sieht echt toll aus. Super, das freut mich. Was man hier noch machen könnte, stimmt, das habe ich jetzt auch vergessen, was ich sehr oft mache. Ich lege mir nochmal eine neue Komposition an. Die einen schwarzen Hintergrund habe und ziehe die Hauptkomposition dann nochmal rein. Und so kann ich dann quasi hier nochmal layouten und sagen, wie möchte ich darstellen, wie ist es für eine Präsentation. Und dann ist man irgendwie da auch nochmal ungebunden, die dann nochmal irgendwo hinzufügen. Das ist ein super Tipp. Das hast du ja auch für deine Keynote gemacht heute. Genau. Weil ich das auch so oft früher diese Anpassung gemacht habe mit Exportieren und dann nochmal irgendwo anders reinladen und dann gemerkt habe, ich kann ja auch einfach die Komposition immer tiefer verschachteln. Cooler Tipp. Zwar dann auch irgendwann kompliziert, aber ist ein irgendwie super einfacher Effekt. Und da dann nochmal. Oder das mache ich auch ganz oft, wenn ich die Sachen für Instagram aufarbeite und dann irgendwie so. Für eine Story, genau. Genau, dann einfach duplizieren und dann hier nochmal irgendwie ein bisschen rumschieben. Und schon hat das auch nochmal einen ganz anderen Effekt. Also könntest du die Kompositionen auch nochmal verschieben und unterschiedlich anfangen lassen. Ja. Also immer wieder rein, immer weiter verschachteln. Ja, wenn man sich auf deinem Instagram-Account, Tim, mal bitte nochmal den Link posten, wenn man sich da deine Stories anschaut und auch die du so gespeichert hast, da sieht man auch so coole Projekte, die du da gemacht hast. Ja. Okay. Fett. Ja, ich glaube, das war's auch schon. Mehr gibt es, glaube ich, zu der Animation nicht mehr zu sagen. Stark. Ich hoffe, das war verständlich und man kann ein bisschen was mitnehmen. Da bin ich mir vollkommen sicher, ich konnte mir ganz viel mitnehmen. Ich habe mir schon den Shortcut aufgeschrieben, den werde ich nächste Woche auf der Arbeit auf jeden Fall gebrauchen. Sehr cool. Wunderschöne Projekte, die du da machst. Ganz tolles, kleines Tutorial, was du uns heute gezeigt hast, Lukas. Wir sind sehr dankbar. Gerne, gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und das mit der Welt teilen kann. Und der Wavy sagt noch, ein klarer Geist im Design, gut animiert. Vielen Dank, sehr sympathisch. Danke. Das freut mich zu hören, ja. Cool.
Und für alle, die jetzt noch nicht genug bekommen haben, heute um 13 Uhr geht es übrigens im UK-Stream weiter mit Digital Imaging mit Joe Allam. Morgen für euch Deutsche hier was ganz, ganz Besonderes. Wir haben nämlich jemanden aus der Community morgen als Gast. Und zwar ist die Ruth da. Ruth macht ein Community-Projekt. Da dürft ihr alle einschalten und die Ruth anfeuern. Die ist auch gerade im Chat. Ruth sagt, was ging das heute schnell vorbei. Vielen Dank. Wir werden morgen auf jeden Fall zu gucken. Wup, wup, sagt Tim. Ruth, go, go. Am Mittwoch haben wir Jan-Erik Weiler für euch, der macht Winterfotografie, also ein bisschen was für den Dezember für euch. Am Donnerstag, und das ist auch eine ganz wichtige Info, werden Tim und Sophia das Ende unserer Winter-Challenge einläuten und den Gewinner announcen. Das heißt, ihr habt noch bis morgen Zeit, eure On the Bright Side Challenge-Sachen einzureichen. Ich glaube, auf Instagram mit dem Hashtag. On the Light Side, dankeschön, Tim. Da könnt ihr eure Sachen posten, vielleicht gewinnt ihr dann. Und zwar, ich glaube, man gewinnt ein Jahr Creative Cloud und einen coolen Print, habe ich jedenfalls irgendwo gehört. Schon mal ein ziemlich geiler Preis. Und am Freitag werden alle Hosts, die dieses Jahr Adobe Live gehostet haben, zusammen für einen letzten Stream zusammenkommen. Und zwar sind da Rufus, Chan, der Tim, ich, Melanie, Tanja und der Robert. Wir werden gemeinsam die Weihnachten einläuten oder das Ende des Streams dieses Jahr einläuten. Das heißt, nächsten Freitag oder diesen Freitag ist der letzte Stream für dieses Jahr. Für euch ist auch noch ganz wichtig, wir fangen nächstes Jahr am 11. Januar wieder an und dann werden sich die Zeiten ändern und werden wir wahrscheinlich zwischen 16 und 17 Uhr da sein und wir möchten da gerne euer Feedback hören und wissen, ob das für euch zeitlich schön ist, ob ihr es lieber morgens hättet und wir werden das mal ausprobieren und gucken, wie es so läuft. Euer Feedback ist da auf jeden Fall ganz wichtig. Und wir möchten euch auf jeden Fall danken, dass ihr dieses Jahr alle mit dabei wart. Auch dich, an dich nochmal ein ganz großes Dankeschön. Lukas, unsere Gäste, unsere Zuschauer, ihr habt es möglich gemacht, dass wir dieses Jahr so voll durchspielen konnten, dass wir bei euch sein könnten. Und ich möchte dann noch sagen, da ist ganz viel Dankbarkeit und Liebe im Chat. Das war klasse, sagt der Helmut. Vielen Dank. Gippi sagt Wavy. Katrin sagt, war toll. Vielen Dank, Julia und Lukas. Morgen ist Party, sagt der Helmut. Genau, das wird... Danke vielmals, das war erhellend, sagt Andrea. Und ich bin morgen nicht da. Verdammt, ein letzter Kundentermin. Ich wünsche dir viel Glück, Ruth. Wir drücken Ruth auf jeden Fall die Daumen. Clara sagt noch, danke, lieber Lukas. Danke für die schönen Tipps und die tollen Einblicke. Bis morgen. Ja, da ist ganz viel Support für dich dabei, Lukas. Super, das freut mich. Cool. Ja, das okay. War's von uns. Danke, dass du dabei warst. Wir sehen uns hier morgen wieder mit der Ruth. Nicht verpassen. Hast du noch letzte Worte? Ich glaube, einfach machen, immer motiviert. Ja, sehr gut, sehr gut. Hashtag einfach machen, besucht euch das Magazin und probiert einfach mal drauf los. Vielen Dank an euch alle, vielen Dank, Lukas. Macht's gut. Super, gerne, bis bitte. Morgen. Tschüss. Tschüss.